Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zum Folgefarm. Ne, ich wisch da jetzt nicht das 100. Mal auf. Irgendwie wird hier sowieso ständig wieder irgendwas flüssig oder es kommt von hier oben runter. Apropos, das könnten wir doch umgehen, indem wir hier eine Ziegelmauer hochbauen, oder? Okay, das wird natürlich dafür sorgen, dass das hier alles rausfliegt. Dann machen wir es dort einmal so. Ja. Machen wir das mal eben. Ja. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Nach wie vor sind natürlich die Slicks da hier Thema, weil da kommen wir temperaturtechnisch jetzt langsam echt. Okay, den selber ist noch recht warm. Geht das allen dreien so? Ja, das ist. Ja, sind alle beiden. Das ist wahrscheinlich dann eine Anzeige, die dafür nicht ausschlaggebend ist, sondern wichtig ist dafür dann ja wahrscheinlich die angezeigte Temperatur, die in der Umgebung ist. Das heißt, wenn das unter 35 Grad fällt, geht da vielleicht gar nichts mehr. Was natürlich blöd ist. Ja, unabhängig davon, dass wir das Ganze hier bauen müssen, können wir uns so oder so da schon mal durchgraben. Das können wir schon mal machen. Dann gebe ich da mal einen Auftrag rein, das zu zerlegen, den auszugraben. Dann kann nämlich Wasser von hier unten raus darüber. Ah nein. Der Schnee wird ja runterfallen. Ja, dann fließt da jetzt gerade mal ein bisschen Wasser rein. Das habe ich auch nicht bedacht, ehrlich gesagt. Das sieht jetzt nach mehr aus, als es tatsächlich ist. Und mit ein bisschen Glück geht das alles. Okay, da geht's weiter. Hier wird gebaut. Dann haben wir hier bald keine Sorgen mehr mit Wasser, was sich dann auch daraufhin auswirken wird, dass wir hier kein Wasser mehr haben. Das hier ist mir gerade noch so ein kleines Rätsel, woher das kommt. Ich könnte mir vorstellen, aber dass entweder da noch was liegt. Nein, da liegt noch was. Okay. Dann müssen wir das auch noch mal alles aufwischen. Wir haben einen Kolonieerfolg errungen. Okay, was denn das wohl? Den Vorhang aufziehen. Ah, okay. Ja. Gut, das. Oh. Ach so, stimmt. Das Biom haben wir hier wahrscheinlich wegen dieser Gletschergeschichte, ne? Was uns anzeigt, wir haben auch da nicht mehr so ganz viel Schwefel. Da ist jetzt noch mal was, das wir ausgraben können. Okay. Und dann müssen wir recht zeitnah auf dem anderen Asteroiden das Ganze in Angriff nehmen. Ich würde jetzt mal hergehen und eine Schutzanzug. Ne, die passt da nicht hin. Die bauen wir auch nicht in die Küche. Dann bauen wir die hier. Hier unten her. Dann können wir nämlich die ersten Schutzanzüge schon mal herstellen, die wir dann zuerst hier brauchen werden. Die schicken wir hier dann rüber. Wir bauen uns hier ebenfalls eine Schutzanzugschmiede, aber nur um die Schutzanzüge dann reparieren zu können. Natürlich nicht da ins, nicht in das Zimmer, dann legen wir dafür hier unten nochmal ein Zimmer an.
beziehungsweise eine kleine Plattform dafür. Wer ist denn am Verhungern? Wahrscheinlich jemand. Billabong geht erst auf Toilette und ja, okay. Wenn ich den einmal hier ausgrabe, dann hat das zur Folge, dass hier nochmal so ein bisschen Wasser rauslaufen kann, wenn der auch ausgegraben ist, aber von da aus könnten wir dann die anderen beiden auch bauen. Das könnte das dann nochmal ein bisschen beschleunigen. Hm. Gut, aber wir haben für den Moment hier noch Schwefel, das war nämlich meine Sorge, das heißt, wir müssen da jetzt nicht sehr viel Zeit investieren. Um unseren Nahrungsvorrat hier aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir können die anderen Sachen weitermachen. Dann würde ich gerne hier mir einen Plan überlegen, wie kommen wir hier jetzt genau weiter. Wir haben ja die Tür hier beim letzten Mal schon gebaut. Und die Spornblüte. Ich muss mal gerade überlegen. Also, was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist hier das Ganze Rohöl aufwischen, damit wir das hier schon mal nicht mehr haben, das dann Zombiesporen aufnehmen könnte. Macht das überhaupt Sinn? Weil wenn ich hier öffne, dann verteilt sich das CO2 mit den Zombiesporen in diesem Bereich hier. Die Slicks da werden das natürlich auffuttern, in Öl umwandeln, aber höchstwahrscheinlich wird das dann auch von Zombiesporen umgeben sein, oder? Also was wir auf jeden Fall dann machen sollten, wir müssen hier den Weg hingraben, das Ding sofort ausbuddeln, damit das nicht an das Öl-Zombiesporn abgeben kann. Und da müssen wir einfach hoffen, dass vom Kohlendioxid aufs Rohöl die Zombiesporen nicht übertragen werden können. Ob das möglich ist oder nicht, weiß ich nicht. Achso, unser Raumboni hier, ich habe ja das mit der Tür in Auftrag gegeben, wir sind aber immer noch ein bisschen zu klein. 5 Ziegeln, okay, das kriegen wir ja recht simpel hin. Ihr habt nichts gehört. Das war eine Erinnerung an etwas. Ich hoffe, das war nicht allzu laut und ihr seid jetzt alle taub. So. Sind jetzt sogar schon bei 69% Stress. Aber wir haben jetzt wieder ein Naturreservat, was die Moral erhöht. Wir haben eine große Halle, wir haben eine Baracke, wir haben eine Latrine. Das ist noch nicht perfekt. Das können wir noch verbessern. Außerdem 3 Drecklet-Eier. Okay, Frankie ist natürlich zum Aufräumen eine Maschine, ne? Der kann so viel tragen. Aber ob wir das jemals brauchen werden. Keimresistent. Ich nehme die. Nehme ich die hier, oder? Ja. Mich hier an. So, gleich haben wir auch den letzten Rest hier aufgewischt. Wir sind schon bei 72% Stress. Okay, dann sollten wir dafür vielleicht doch mal kurz eine Räumlichkeit bauen. So, das wird reichen. Möbel, der Quatsch, Medizin. Einen Massagetisch. Was brauchen wir denn für eine Massageklinik? Keine industriellen Maschinen und ein Dekorgegenstand. Das ist doch einfach zu erfüllen. Dann packen wir einfach oberhalb von dem
Massagetisch, zwei Hängeköpfe hin. Strom von dort haben wir bis hier. Dann können wir da auch den Rest noch mit reinnehmen. Machen wir vielleicht hier den ersten Abschnitt, alles das, was wir dafür brauchen, auf Prio 7. Ja, das passt. Und dann kann er da gleich drauf, bevor das Ganze hier komplett in die Hose geht. 10 bis 30 Grad. Ja, das passt auf jeden Fall. Okay, erst noch mal Nachtruhe. Wo ist denn unser... Da ist unser völlig gestresster Gugarin. Da können wir auch noch mal die Verfolgerkamera kurz nutzen. Zentrum der Aufmerksamkeit, das hilft ja auch noch mal ein bisschen. Klatschnass, volle Blase. Na gut, aber die volle Blase... Das hätte man sich auch mal früher drum kümmern können, ne? Gut, das ist gleich fertig. Vielleicht schicke ich da auch einfach... erlaube ich Gugarin da nicht mehr reinzugehen, dass er da nicht da ständig seinen Klatsch nass bekommt. So, das sieht doch. ...50 ist gut. So, das darf Conny jetzt ausgraben. So, und jetzt müssen wir uns einen Weg nach hier unten suchen. Dafür muss das weg, das weg. Und... Das, so sollte das funktionieren. Vielleicht machen wir den gleich, dass wir da zwei Aufträge kurz hintereinander geben, dass wir nämlich mit einmal Luft holen beides hier ausbuddeln können. So, das ist jetzt beides fertig. Conny holt jetzt Luft. Okay, und jetzt machen wir noch mal da einen Grabauftrag rein. Ach, da ist Conny. Ach nee, genau das wollte ich vermeiden. Dass der Sauerstoff nicht reicht für beides. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt aus den Augen verloren, sonst hätte ich ihn vorher noch mal atmen lassen, weil das Kohlendioxid... verteilt sich jetzt natürlich, ne? Das Gute ist ja, er atmet das ja nicht ein. So, jetzt machen wir hier die Tür auch für dich dicht. So, der kann jetzt die Anzahl der Zombiesporen nicht mehr erhöhen und unsere Slickster, die wir haben, atmen jetzt die das Kohlendioxid ein mit den Zombiesporen. Ich bin jetzt gespannt, wenn die gleich das erste Mal Rohöl rauslassen, wie sich das dann verhält. Keine Oberflächenkeime. Okay, dann kann wahrscheinlich... Dann werden die Keime ans Rohöl übertragen. Wohl nur, wenn Rohöl direkt damit in Kontakt kommt. So wie hier, haben wir zum Beispiel... Das hier würde meine Theorie widerlegen, dass hier jetzt Zombiesporen im Rohöl drin sind, okay? Ich weiß nicht, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt warten, bis hier unten wieder komplett ein Vakuum entstanden ist. Das dauert, glaube ich, nicht so ganz lange. Und dann können wir unsere Expedition hier unten fortsetzen. Stresstechnisch 65%. Warum ist das denn immer noch so hoch? Durch die hohe Moral verlieren wir nur 10% pro Zyklus.
Der Arme. Gut, ansonsten schaut hier alles soweit gut aus. Was macht unser Temperaturexperiment hier? Das funktioniert auch mehr schlecht als recht. Dann würde ich aber trotzdem jetzt hier mal hergehen und weitere Teile von diesem Biom hier unten ausgraben. Und bei Bedarf geht es dann immer aufs Krankenbett. Gut, wie schaut's hier aus? Na, das ist doch mal erfreulich. So, das haben wir. Dann brauchen wir da einen Ziegel, um das auf die passende Höhe zu bringen. Und der Rest hier passt. Das heißt, wir können das alles ausgraben, um die ganze Suppe hier reinlaufen zu lassen, was aber nicht passen wird, wenn ich das gerade so sehe. Dann zerlegen wir den noch. Das fällt dann runter und dann kann hier auch schon mal ein großer Teil rausfließen. Eier von denen lassen wir mal hier reinfallen, oder? Können die unter Wasser leben? Ja, ne? Ah, da geht's schon hin. Okay, aber wir sind wieder ein bisschen weiter. Ich denke, das müssen wir hier nicht bis 0. Wenn das bis 30 runter geht, dann passt das schon. Prozent pro Zyklus in der Klinikmassage. Wow. Und wenn. Dabei ist das noch gar kein. Doch, es ist schon eine Massageklinik. Obwohl da noch nichts drin ist, da reicht also. Das muss ja ein Bug sein, oder? Dass ein leerer Hängetopf dafür zählt. So, machen wir nochmal einen zweiten daneben für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. So, möchte ich von hier schon Sachen rüberschicken. Beispielsweise Blei fällt mir da ein, was man. Oder Diamant. Oder lasse ich es lieber erst noch hier. So, hier stellen wir ein abgenutzter Schutzanzug wiederherstellen. Dafür brauchen wir hier natürlich auch Schilffasern. Dafür waren die Dreco-Eier gedacht. So, die kann man nämlich hier reinbringen. Kann ich eigentlich auch. Ja klar kann ich Drekos scheren, die nicht gezähmt sind. Da tauchen jetzt wieder unfassbare Wissenslücken bei mir auf. So, was ich immer mal erst wieder nachlesen muss. Drekos sind nicht vorhanden. Die Rücken sind mit dicken, wolligen Fasern bedeckt, die nur in Wasserstoffumgebung wachsen. Okay, das heißt, das hier macht so recht wenig Sinn. Ich möchte die gerne wild behalten, aber ich brauche einen Bereich mit Wasserstoff. Den haben wir doch. Hier, das heißt, wir machen uns einmal hier eine Tür.
hinein. Dann kommen wir in diesen Raum, packen in diesen Raum den Lagerbehälter, um die Eier reinzubringen und bauen hier eine Scherstation rein. Es sind nur noch ein paar Milligramm, obwohl ja ein paar hundert Milligramm, okay. Aber noch große Teile hier sind schon wieder im Vakuum. Hier oben ist schon wieder ein Vakuum, das ist nur noch hier unten. Mikrogramm hier rechts schon. Ah, das geht jetzt ruckzuck. Und nach wie vor alles keimlos. Ja, hier ist ein bisschen Rohöl mit Zombie-Sporenkeime. Okay. Tiereier. Dreckleteier. Prio 8. Ein schicken Anzug. Na, das ist doch etwas für Gugarin. So, bitte anziehen. Das ist auf jeden Fall zu klein. 30. Machen wir den Raum mal auf die Größe. Dann kann ich mir das Wischen hier auch erst sparen. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Dann sollte das auf jeden Fall reichen für unsere drei Dreckos, dass die da nicht eingeengt sind. Das CO2-Thema. Okay, hier sammelt sich weniger CO2 als ich dachte. Wie viel Dekor gibt denn noch nicht? Ob plus 12 gibt auch eine schon so. Ja, das können wir uns doch. Zunutze machen. Ja, wo hat denn jetzt jemand? Ach so. Ja, hier. Da wird's warm. Gelbe Ente, bitte einmal. Die Krankenstation. Also ich tendiere jetzt dazu, tatsächlich den Wasserstoff hier unten durchzuleiten. Ne? Dafür brauchen wir eine lange isolierte Leitung. Die würde ich mal das hier müssen wir jetzt mal angehen. Das sollte gehen. Und das sollte dann auch helfen. Dann haben wir wirklich das ganze Wasser hier, das hier theoretisch abfließen kann nach dort. Was gerade schlecht funktioniert, weil hier sich immer verschiedene Wassersorten sich aufstauen, wie da zum Beispiel. Müssen wir dann noch mal eine Lösung für finden. Aber erstmal machen wir jetzt hier weiter. Also die isolierte Gasleitung für den Wasserstoff führen wir hier
Weiter nach unten. Und dann. Würde ich sie hier wieder zurück nach oben leiten. Wie machen wir das hier? Müssen im Grunde. Müssten wir es so machen, dass die Leitung, die von dort kommt, einmal darüber geht, nach unten. Und die hier, die zurückkommt. Ich weiß, dass das hier gerade wahrscheinlich manche von euch, die führe ich dann da, glaube ich, ran. So, da müsste aber zeitgleich auch das hier eine isolierte Leitung werden, damit das hier eben sich nicht schon in der Umgebung abkühlt, der Wasserstoff, ne? Beziehungsweise hier den Bereich aufheizt, sondern hier überall muss es dann isoliert sein. Boah, das sind so viele Aufträge gerade. Und hier unten machen wir es dann mit Radiatorleitung und somit heizen wir hier den Bereich auf. Das ist so ineffizient, was ich hier plane gerade auch. Naja. So, Julian buddelt hier jetzt. Hier oben ist auch noch Wasser, das lassen wir aber da. Ah. Julian, bitte das da oben auch noch erledigen. Achso, ich hatte hier ja etwas gebaut. Und zwar die Mittel hierher herbringen. Das sorgt dann nämlich dafür, dass die nicht ständig hier, ne, weil dort zum Beispiel liegt eins rum. Deswegen sind die hier alle feindlich gesinnt. Das sollten die natürlich möglichst nicht sein. So, der will das jetzt wahrscheinlich aufholen. Ne, doch nicht. Ah, doch, ja. Was machen wir hier mit dem Wasser? Wir kriegen hier halt, wenn ich hier jetzt mal so einen Wischbefehl reinmache, nichts aufgewischt. Was helfen wird wahrscheinlich, ist das hier nochmal, ne? Noch ein Feld weiter nach oben ausgraben, dann können die sich vielleicht noch ein klein wenig besser verteilen. Wenn auch nicht wahnsinnig viel. So, das Leitung bauen. Machen wir dann mal so und... Hier würde ich dann Radiatorleitungen bauen. Und damit bringen wir den ein bisschen Temperatur aus dem Wasserstoffraum hier nach dort unten. Und dann könnte man sogar überlegen, den Bereich hier doch noch zu isolieren, dass wir die Hitze von dem Wasserstoff noch besser hier aufnehmen können. Habe ich den eigentlich schon? Ne, habe ich nicht. Wenn die Leitung fertig ist, geht der wahrscheinlich in den Rohrmodus. Darüber hinaus könnten wir es natürlich auch mit dem Wasser machen. Wir machen jetzt erstmal die eine Reihe an Aufträgen fertig. Dann kommt die zweite dazu. Das hier sollte eigentlich aufgewischt werden. Keine Ahnung, warum das noch nicht gemacht wurde. Immer noch zu viel war, wobei man könnte das jetzt mal
Na komm, machen wir das noch mal zum Ende hin hier. Das war noch ein bisschen Katastrophe hier gerade reinbringen. So, jetzt geben wir dafür schon mal den. Nee. Lieber bauen, wenn du da nicht drin bist. Und noch lieber bauen, wenn da unten gerade CO2 drin ist. Bitte jetzt. Okay, das wird jetzt noch ein paar Mal so gehen, denke ich. Geht das auch mit verschmutzten Sauerstoff? Moment, dann. Nee, geht nicht. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Wirklich. Na komm, jetzt, tauscht. Ja, wir haben es geschafft. Und wie viel Zombiesporen haben wir in der. Ja, perfekt. Genau so wollte ich das haben. Und jetzt haben wir hier einen sehr schönen hohen Dekorwert. Das hilft uns sehr gut. Und jetzt bauen wir nämlich die beiden Betten noch mal wieder um nach da. Da haben wir nämlich noch mehr von dem hohen Dekorwert und das, was wir hier so in der Umgebung haben, vielleicht ein klein wenig. Damit auszugleichen. Ich glaube, ich hatte noch nie in einem Schlafzimmer so viel Dekor wie in diesem hier. Können wir denn. Ach ne, können wir nicht, weil wir keine Schilffasern haben. Sonst hätte ich da auch noch Bilder drüber aufgehängt. Aber wir hatten doch nur. Sind die mittlerweile drin? Ja. Raumbonus ist immer noch der gleiche. Ja, das wird auf jeden Fall den durchschnittlichen Moraleffekt, den durchschnittlichen Moraleffekt pro Tag deutlich nach oben bringen. Ist hier das Vakuum? Hier ist das Vakuum. Dann können wir jetzt hier auch noch mal wieder aufwischen. Wir dürfen den Zugang da wieder gewähren. Und dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Ich wollte noch kurz einen Blick werfen. Okay, wir haben schon nicht unerhebliche Teile der Leitung fertig gebaut. Das geht dann beim nächsten Mal auch schnell. Wieso hier Nahrungsschmutzwurzel? Nährstoffe. 12.986 Mehlläuse haben wir doch noch. Das sollte doch eigentlich zumindest für einen Moment reichen. Und im Zweifelsfall können wir vom Rest dann auch immer noch was essen. Ja, gut. Dann sind wir durch für heute. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bin froh, dass das Thema hier halbwegs glimpflich funktioniert hat. Und ja, wenn die Statuen dann hier auch nochmal fertig gebaut sind, dann haben wir hier einen. Ja, einen ganz guten Wert. Okay, macht's gut, ne? Bis bald und tschüss.